Welcher Kompressortyp ist für welche Aufgabe am besten geeignet und gibt es dafür überhaupt Regeln? Das erkläre ich dir heute in diesem Video. Wenn du neu hier bist, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause machst. Falls dich das interessiert, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und vor allem auch die Glocke drückst, damit du über jedes neue Video informiert wirst. VCA-Kompressor, Optokompressor, FET-Kompressor, die Begriffe hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, aber was bedeuten diese Begriffe eigentlich und wie kann man diese verschiedenen Kompressortypen jetzt am besten für welche Aufgabe einsetzen? Bevor wir loslegen, würde mich noch interessieren, was ist dein Lieblingskompressor bzw. dein To-Go-Kompressor, den du wirklich in jeder Produktion einsetzt? Schreib's mir mal bitte unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, welcher Name am meisten fällt. Wir schauen uns jetzt mal die wichtigsten Kompressortypen an und für welchen Einsatz sie am besten geeignet sind. Starten wir mit dem FET-Kompressor. FET steht für Field Effect Transistor, der bei diesem Kompressor, bei dieser Hardware-Unit, der ursprünglich eingesetzt wurde, um die Lautstärke zu regeln. FET-Kompressoren zeichnen sich durch sehr schnelle Attack- und Release-Zeiten aus. Deswegen eignen sie sich hervorragend für transientenreiches und vor allem auch perkussives Material, wie zum Beispiel Funk-Gitarren, alle Arten von Percussion- und Schlagzeuginstrumenten, Rap-Vocals oder auch aggressive Rock-Vocals. FET-Kompressoren haben viel Eigencharakter und färben deswegen das Material, das sie komprimieren, ziemlich stark klanglich ein. Wegen der sehr schnellen Attack- und Release-Zeiten und auch wegen der eigenwilligen Klangfärbung rate ich dir deswegen, einen FET-Kompressor nicht auf den Mixbass einzusetzen. Hören wir uns mal ein paar Beispiele an, bei denen ich mit diesem Kompressortyp komprimiert habe. Beispiel Nummer 2 sind die VCA-Kompressoren, wie zum Beispiel der DBX 160 oder der SSL Bus Compressor. VCA steht für Voltage Controlled Amplifier. Dieser spannungsgesteuerte Verstärker kommt aus der Technologie der 80er. VCA-Kompressoren sind nicht ganz so druckvoll, können dem Signal aber eine sehr angenehme Wärme hinzufügen. Sie sind sehr gut geeignet für Pads, für Flächensounds, für Streicher oder auch für akustische Gitarren. Außerdem kannst du sie sehr gut auf tieffrequentem Material wie zum Beispiel Bässen einsetzen oder auch für die Mixbass Compression. Hören wir uns auch hier mal ein paar Beispiele an. Thank you.
Beispiel Nummer 3 sind die optischen Kompressoren, wie zum Beispiel der weltberühmte LA2A. Optische Kompressoren verwandeln mit Hilfe einer Glühbirne und einer Photozelle Elektrizität in Licht und dann anschließend wieder zurück in Elektrizität. Diese Zeitverzögerungen zwischen Glühbirne und Photozelle sind der Grund, warum sie recht langsame Attack- und Release-Zeiten haben. Deswegen eignen sie sich sehr gut für zum Beispiel clean E-Gitarren oder vor allem auch für Lead-Vocals. Vorsichtig solltest du mit dem Einsatz von optischen Kompressoren bei tieffrequentem Material sein, da er dort gerne anfängt zu pumpen. Hören wir uns auch hier mal ein Beispiel an. Das waren auch schon die drei gängigsten oder wichtigsten Kompressortypen. Heutzutage gibt es natürlich auch viele rein digitale Kompressor-Plugins, die keine analoge Hardware emulieren oder so eine Art Hybrid-Version sind, wie zum Beispiel der Waves Age Comp. Diese rein digitalen Kompressoren haben meist sehr viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und Bearbeitungsmöglichkeiten wie ihre analogen Vorgänger oder deren Klone. Allerdings klingen sie oftmals auch nicht so gut oder sie klingen einfach recht neutral. Wie du in den Klangbeispielen gehört hast, hat jeder Kompressor seine individuellen Klang- und Kompressionseigenschaften. Das bedeutet, dass du eine Einstellung, die du jetzt vielleicht mit einem FET-Kompressor auf die Lead-Vocals gemacht hast, dass die gleichen Einstellungen bei einem Opto-Kompressor jetzt überhaupt nicht hinhauen. Das heißt, gibt es jetzt eine Regel, wie du oder wo du welchen Kompressortyp oder für welche Aufgabe du welchen Kompressortyp einsetzen solltest? Nein, die gibt es natürlich nicht, wie bei allem beim Mixing. Es gibt keine Regeln. Du musst selber ausprobieren, welcher Kompressor für dich am besten für welche Aufgabe passt. Nur einen Tipp möchte ich dir noch geben. Verwende beim Mixing oder deinen Mixprojekten nicht zu viele unterschiedliche Kompressoren, weil du dich dann schnell in Details verhedderst oder so viele Kompressortypen alle gar nicht kennenlernst, sodass sich das dann mehr aufhält, als dass es dir mehr Möglichkeiten gibt. Falls du dich für das Thema Kompression interessierst, aber unsicher bist beim Einstellen von Kompressoren, dann schau dir doch einfach mal dieses Video hier an, das jetzt eingeblendet wird. Das ist mein Mixing-Grundkurs, da erkläre ich dir in 3 Teilen ganz genau alle Parameter des Kompressors und wie du sie einstellst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben, über einen neuen Abonnenten oder über einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!